Die Apothekentour ist zunächst mal ein Event für Apothekerinnen, PTAs und PKAs, also das HV-Team. Und uns war wichtig, dass wir das HV-Team, das insbesondere nach 2 Jahren Pandemie echt wenig Kontakt zu Herstellern gehabt hat und anderen Dienstleistern aus der Apothekenwelt, die zusammenzubringen an einem Ort, sozusagen an einem Safe Place, wo man einfach die wichtigsten Marken aus der Apotheke mit den HV-Teams zusammenführt, an einem Wochenende, also Samstag, Sonntags, dann, wenn so ein bisschen mehr Zeit ist, sich wieder anzunähern, ins Gespräch zu kommen, Vorträgen zu lauschen, aber auch eine gute Zeit zu haben. Das ist die Apothekentour und die Apothekentour deswegen Tour, weil wir machen das nicht nur in einer Stadt, so wie jetzt in Berlin, sondern wir machen es in 10 Städten an 10 Wochenenden und das ist ein echter Tourcharakter. Die Besucher erwartet einiges. Also ich nenne es immer die Mischung aus Unterhaltung und Information. Sie kriegen zum einen so einen richtigen Wissensboost, das heißt in den Kurzvorträgen, die jeweils 10 Minuten nur dauern und dann wirklich retournierend stattfinden, bekommen wir allerhand Informationen, die nützlich sind für den Apothekenalltag, aber auch Basiswissen zu bestimmten Indikationen oder Medikamenten. Und das andere ist natürlich, dass sie hier unterhalten werden. Das heißt, es gibt Food und Drinks, es gibt die Möglichkeit, zusammen mit anderen zu networken, aus anderen Apotheken, aber auch mit dem Team unterwegs zu sein. Und dann, last but not least, sind natürlich hier die Aussteller vor Ort. Das heißt, sie sind mit ihrem Personal hier, mit ihren wichtigsten Marken und informieren über diese Marken, über vielleicht Neueinführungen im Markt. Und das, glaube ich, in der Gesamtkombination ist natürlich richtig werthaltig. Und ganz zum Schluss gibt es natürlich nochmal die Goodie Bag. Goodie Bag heißt für uns, die wichtigsten Produkte der Hersteller, aber auch Fachinformationen sind dann nochmal enthalten, die man mit nach Hause nehmen kann und dann sozusagen nochmal das Tourerlebnis verlängern. 3 Schlagworte sind zu wenig eigentlich, weil uns macht viel mehr aus. Insbesondere die Menschen, die zur Tour kommen und die Menschen, die diese Tour gestalten. Aber die Schlagworte sind sicherlich Wissensboost, Unterhaltung, Information. Und, aber die zentralen 3 Schlagworte für uns sind Apotheke vor Ort. Und wir müssen die Apotheke vor Ort ins Zentrum setzen, nicht nur darüber reden, sondern dann auch zu ihnen hingehen. Und das machen wir gemeinsam mit den Herstellern, mit unseren Tourpartnern.